Es ist ein Video mit brisantem Inhalt. Vier Stuttgarter Polizisten verprügeln einen Mann nach einem Verkehrsunfall. Bilder, die für Entsetzen sorgen, auch bei der Polizei selbst. Die Deutsche Polizeigewerkschaft warnt heute davor, die beteiligten Beamten vorzuverurteilen, weil in den Aufnahmen nicht zu erkennen sei, was genau passiert ist. Auch Landespolizeipräsident Klotter will erstmal weitere Ermittlungen abwarten, befürchtet aber dennoch einen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Arbeit der Polizei. Sven Rex und Christiane Schober fassen zusammen. Prügelnde Polizisten mitten in Stuttgart. Dieses Video sorgt für Aufregung. Der Grund für die Schläge: ein 36 Jahre alter Autofahrer, ein Unfallbeteiligter, soll sich geweigert haben, seine Zigarette auszumachen. Hört sie auf zu rauchen, verdammt nochmal. Wegen Brandgefahr hätten ihn die Polizisten mehrfach dazu aufgefordert. Die Hände auf den Rücken. Der Vorfall ereignete sich schon im Februar. Die damalige Pressemitteilung erzählt eine andere Geschichte. Der Beifahrer des Unfallwagens habe gegen einen Polizisten eine Tätlichkeit begangen. Nach SWR-Informationen sollen die beteiligten Beamten die Ereignisse falsch zu Protokoll gegeben haben. Erst jetzt äußert sich die Polizei öffentlich zu dem Prügelvideo. Sollte der Fall womöglich vertuscht werden? Der Landespolizeipräsident heute Abend dazu in SWR aktuell. Nee, da wurde nichts vertuscht. Die Videosequenz war mal kurz im Internet zu sehen. Das wurde uns auch bekannt und die Polizei hat da schon begonnen, die Ermittlungen zu führen von sich aus. Intern wird ermittelt, doch die Öffentlichkeit erfährt nichts. Die Polizei führt noch andere Gründe an, warum so lange geschwiegen wurde. Es geht hier um neutrale Ermittlungen. Es geht hier auch immer darum, nicht zu frühzeitig womöglich andere Beamte zu beeinflussen. Und deswegen ist die Neutralität das oberste Gebot und das Dezernat für Amtsdelikte unterliegt einer sehr, sehr engen Verschwiegenheitspflicht. Prügelnde Polizisten und das auch noch auf der Straße direkt neben dem Innenministerium. Für Innenminister Strobel ein ernster Vorfall. Gut ist, dass sofort nach den Vorfällen die internen Ermittlungen aufgenommen worden sind. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen gefährlicher Körperverletzung und anderen Straftatbeständen. Erste Konsequenzen gab es bereits. Zwei Beamte wurden in den Innendienst versetzt. Zwei weitere sind seit heute suspendiert.